Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Es ist wieder ein Community Overwatch und ich soll auf zwei Gegner die Augen werfen, denn die beiden scheinen etwas anzuhaben. Das hier ist Gegner Nummer 1. Yes, yeah, sure, yep, agreed. Yeah, 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 whatever, yeah, why not, I agree. Ich werde einfach mal das Warm-up wegspulen und dann gucken wir mal in das eigentliche Spiel rein. Schäkel, ich hoffe, es ist ein Short-Game, denn zwei Gegner zu beschauen in einem Long-Game wird etwas schwierig. Da würde ich dann vielleicht zwischendurch switchen einfach. Jetzt gucken wir erstmal, was er so treibt. Okay, er jallert hier richtig fett durch die Smoke. Man konnte aber, glaube ich, oben das Käppchen noch sehen. Hat direkt hier den Fokus auf City, was ja auch vollkommen richtig ist. Und vor allem wird der Gegner auch schon mit Torwahrscheinlichkeit gecallt. Ich habe gesehen, Schäkel, Azkaban und Co. haben hier gemeinsam gespielt. Ich glaube, ihr hattet einen Random auch mit dabei bei euch im Team. Der letzte ist oben in Palace. Suspect wäre möglicherweise mit Vision Assist da schon drauf gekommen, dass da oben einer steht. Sie raffen es auch noch nicht, es wurde sogar einer gekillt und er hat das bis eben noch nicht verstanden. Jetzt guckt er hier den Gegner an, weil er wahrscheinlich von ihm angeschossen wurde. Ich nehme an, dieser Schuss, den er abbekommen hat, der kam von ihm, von Delta. Ja, die beschießen sich auch, okay. Und er wird sogar geteamkillt. The fuck is this? Das ist jetzt natürlich ein bisschen dämlich. Mal gucken, wie sie jetzt hier weiter durchziehen. Bis jetzt konnte ich noch nichts entdecken. Schäkel, bis jetzt alles Chili Vanilli. Okay. Hier wurde nachgeladen, das konnte man hören, aber er hat im Vorfeld schon eine merkwürdige Awareness gehabt und auch oben bei Palace eben. Es sah so aus, als würde er da hochschauen, da oben ist einer, Jungs, geht da mal hin, holt euch den. Ich hol mir so lange den anderen hier hinten, also vielleicht geht das doch langsam in Richtung Vision Assist, wobei ich nicht weiß, ob der nicht schon gecallt war. Hier, Rosa. Rose meine ich, weil, ja, ich eben kein Auge auf die anderen hatte. Er geht jetzt hier gerade alleine, ah ne, der Bombencarrier geht mit. Gucken mal mit AWP jetzt hier. Einer in Con, einer in... Also, alles voll. Er würde gerne hier den Shot killen. Schafft es aber nicht. Jetzt hier durch die Ecke. Okay, ich glaube, das hätte ich wohl auch noch gemacht. Aber nichtsdestotrotz... Er hat schon einen guten Fokus hier. Das war jetzt doch sehr stark gerade auf den Mitgegner gepiekt. Durch die Boxen durch. Wobei er auch einfach starr durchgeguckt haben könnte. Und einfach halt durchgehend D gedrückt haben könnte. Also es ist möglich. Aber ich würde hier doch langsam Richtung Vision Assist gehen. Mal schauen, was er jetzt hier treibt. Okay, er geht sogar zurück. Aber ist halt auch jetzt, gut, er ist der Letzte. Er hat eine Deagle, er will vielleicht noch irgendwie was rausziehen können. Hier war er auch wieder ganz besonders aware, wo er genau steht. Also ich rieche hier dann doch... Ja, ein Vision Assist. Hier würde ich tatsächlich Vision Assist sagen. Schäkel hat nur geschrieben, dass zwei Spieler eben merkwürdig waren. Haben die Namen geschrieben, die brauche ich. Also wenn ihr mir eure Fälle schickt, also kurzum euren Matchmaking-Link von dem bereits gespielten, das habe ich schon Biene, von dem bereits gespielten Spiel schickt, dann müsst ihr mir dazu schreiben, auf welche Suspects ich schauen soll. Weil ich kann natürlich nicht einfach jeden angucken, weil das dann so lange dauert. Ne? Jetzt sind es hier schon zwei. Ich würde jetzt auch dann bald umschalten. Ich denke, ich gucke bis zur 8. bzw. 9. Runde und gucke, ob es halt ein Short-Match ist oder nicht. Und je nachdem, wie es dann aussieht, schalte ich dann um. Er wird wieder gebimmelt. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was Obvieses sehen. Also, den Drop hat man gehört. Von City kommt auch. Das hat man, also City hat man hochsteppen gehört, auf jeden Fall. Er ist komisch drauf irgendwie am Ende. Ein bisschen reingetriggert oder so. Also sah kurz so aus. Ich meine, solche Shots macht man auch als Legit mal. Aber sah vor allem bei seinem letzten Kill aus, als würde er halt dann einfach irgendwann eine Taste hinzukommen drücken und dann BUM geht er rein. Drüber auf B, da unten kommt einer. Ah ne, der ist auf Short. Auch dieses kurze Hochgucken, ich weiß nicht, es hat komisch gewirkt. Mal schauen, was er jetzt hier oben mit Schäfchen macht. Mal gucken, was er mit dem macht. Vor allem, ob Schäfchen rennt. Er hat den voll im Visier, also er sieht ihn, er hat Vision Assist. Ich meine, man könnte natürlich auch damit rechnen, dass da jemand kommt, aber dieses kurze Hingerenne eben, kurz hochgucken, aha, runtergehen und oben im Augenwinkel feststellen, der kommt ja näher. Also das, ja, ist doch schon Visionsassistenz. Da bin ich mir mittlerweile auch zu 90% sicher. Auch jetzt hier das Weggehen, die Wahrscheinlichkeit, dass da natürlich ein zweiter rumkommt, ist sehr gering, aber nichtsdestotrotz, obwohl, naja, es sind noch zwei Mates, die haben vielleicht auch schon mittlerweile die anderen Gegner gesehen, gecallt und dann weiß er halt, wo die stehen. Also unabhängig von einem möglichen Vision Assist. Aber ja, kurzum, 90% auf Vision Assist, sogar mittlerweile 95% Aim Assist, war halt jetzt einmal irgendwie merkwürdig oder zweimal. Aber sonst scheint es noch normal zu sein. Vor allem, wenn du Vision Assist hast, das wissen wir ja, dann brauchst du theoretisch jetzt keinen so großen Aim Assist mehr, wenn du jetzt nicht gerade eine absolute Nulpe bist.
dann kriegst du das ja trotzdem schon irgendwie gebacken. So, Bombe ist down auf Short. Oh, er rechnet hier natürlich richtigerweise mit. Mit einem Spieler da drüben. Ja, auch hier wieder dieses, ich guck mich um, ich guck mich um. Oh, jetzt kommt langsam ein Feind. Ich guck mich nicht mehr um. Also, das ist schon wirklich ein bisschen armselig, würde ich sagen. Oder er hat Timing des Grauens, was aber auch armselig ist, klar. Wenn du da dauernd reintimest. Aber mittlerweile 98%. Mission Assist. Safehaftigkeit. Eieiei, dann macht er den Kill nicht. Das ist doch nicht wahr, oder? Man darf halt nicht vergessen, Biene ist, ach so, übrigens, es geht jetzt hier einfach weiter. Die Runde gucken wir uns noch an, es ist kein Shortgame. Biene, also Azkaban, ist ein sehr guter Spieler. Es kann natürlich sein, dass sie auch einen extrem guten anderen Spieler bekommen haben, der die Gegner liest wie ein Kinderbuch. Aber ich würde eher Richtung Vision Assist gehen, also Schäkel, da ist auf jeden Fall irgendwas im Busch bei dem Knilch. Das ist nicht ganz normal, was er da treibt. Auch wieder dieses kurze Reinpeak. Natürlich könnte da einer irgendwie hinter dem Molly stehen. Aber es... Oh, da aber mit war einer, den hat er aber nicht hervorgesehen. Naja, egal. Nichtsdestotrotz, ich kann nicht ewig füllen mit dem einen Knilch. Wir gucken uns doch den anderen an. So, jetzt zeig mal, was du kannst, alter Ratte. Na, da kommt er. Das ist der andere Aspekt hier. Torus. Der hat vorhin den auf City geklatscht. Leicester City, der ist auch bekannt. Ich glaube, den kriegt er auch nicht mehr rechtzeitig. Beziehungsweise, er kriegt ihn aber... Ja. Ah, ne, halt, einer ist ja noch im Palace. Einer ist noch im Palace drin. Drin, passt auf. Ah ja, okay, er schließt seinen Mate an. Das ist natürlich hier schon dämlich. In Richtung Dingens gehend, ihr wisst schon. Ich habe schon so lange keine Overwatches mehr gemacht, dass ich nicht weiß, wie das heißt. Es gab Aim Assist, Vision Assist, Other External Assistance und Spielverderberei halt, ihr wisst schon. Hätte ich ihm schon längst gedrückt, dem Affenköttel. Hier sehe ich jetzt noch gar nichts. Ah ja, guck mal, der ist... Mann, nee, halt, der war... Doch nicht bekannt, weil ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht ist er bekannt oder auch nicht, man weiß es nicht. Schäkel, da sehe ich gerade nicht so viel. Vielleicht hat er sogar dann doch erst in der zweiten Runde oder zweiten Hälfte angemacht. Aber ja, bis jetzt kann ich hier nicht allzu viel erkennen. Ich würde euch übrigens bitten, im besten Fall, ich meine, es ist nicht schlimm, wenn man zwei Suspects angibt, aber wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, ich bin jetzt bei 12 Minuten Rohaufnahme, ich labe fast durchgehend durch, das braucht nicht viele Schritte, wir sind vielleicht mit Schneiden bei 8 oder 9 Minuten, wenn es gut läuft. Ja, also ich glaube, ein Suspect ist wahrscheinlich ausreichend. Zumal ich hier bei ihm leider echt nicht viel erkennen kann. Bis jetzt zumindest ist er absolut chillig. Er schießt viel daneben. Das ist so ein Jersey-Ding von ihm scheinbar. Aber alles andere... Oh, er bleibt kurz stehen. Oh, 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 Desktop-Time. Oh, ja, ja, jetzt ist es jetzt ist es vorbei. 80 Kills in einer Runde. Plötzlich war er sich doch ziemlich sicher, wo der steht. Auch kurz hier, auch dieser Peak, dieses, da kommt gleich einer, okay. Ich finde es merkwürdig. War bei dem anderen noch ein bisschen krasser. Aber, ja. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht genau, wo sein Fadenkreuz war, aber du erkennst halt oft dann, der hat das auch schon wieder, dieser Look eben, okay, das ist wahrscheinlich auch ein Wichtiges ist dann. Niemand stellt sich so hin. Es kann mal passieren, dass... Ne, man schüttet auf in sein Glas rum und macht dann oder sowas. Aber im Normalfall stehst du nicht so und guckst da so schief hoch, dass du alle CDs zufällig bei dir durch die Wand sehen könntest, hättest du Vision Assist an. Das macht er hier den schnellen Max. Wird von Short Killer. Das ist ein sehr, sehr schlechter Spieler, der sich hier mit einem Vision Assist eben versucht, irgendwie über Wasser zu halten. Also ist jetzt hier meine Vermutung. Also ab der Runde, in der er eben einfach kurz stehen geblieben ist am Anfang für 10 Sekunden, das scheint doch so in Richtung... Cheat anschalten gegangen zu sein. Gehst du jetzt hier durch und machst die weg? Ich meine, vorhin hat halt auch der andere Aspekt so viel schon gemacht, dass eigentlich gar nicht viel für ihn übrig bleibt. I think. Beim anderen war ich am Ende, würde ich sagen, 95, 98, vielleicht, ja, 98% sicher, dass der ein Vision Assist anhatte. Bei ihmchen im Moment bei 30. Man hat seinen Ellbogen gesehen. Vielleicht 40%. Aber steigend auf jeden Fall. Es ist vor allem nice zu wissen, dass halt meine Leute gegen die gespielt haben, gegen die Suspects. Das ist schon irgendwie cool. Da freut man sich immer, wenn der Suspect dann halt stirbt. Er gönnt sich aber auch die Nades richtig, ne? Komm, eine Runde noch, aber dann würde ich tatsächlich sogar schon weghäkeln. Weil irgendwie ist halt, ne? Ist jetzt nicht so richtig. Was los bei ihm in der Hose? Ah, schon wieder eine Nade. Schon wieder gegönnt. Zwar nicht so arg, aber ein bisschen schon. Geht in die zweite Nade. Er versucht ja ganz, ganz, ganz stark, das so zu spielen. Er hat aber null Kontrolle über sein Aim. Also gar keine irgendwie. Franz da halt rein.
sieht wahrscheinlich, wo der Gegner steht und versucht da auch schon durch die Wand irgendwie hinzuballern, aber es... Kannst halt nicht einfach da so reinjallern, wie er das macht. So, was machst du mit dem? Okay, okay. Achtung, mal gucken. Selbstverständlichkeit, die ist wichtig zu klären. Wie safe geht er da durch? Ja, auch dieses Vorgeballere, das war zu früh. Ich sage, beide Vision Assist und der erste hat möglicherweise auch noch einen Aim Assist mit dabei gehabt, den er ab und an genutzt hat. Natürlich könnt ihr auch wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr bei diesen Knilchen euch so gedacht habt. Und die, die das Match gespielt haben, können natürlich auch über die Report-Funktion auf dem Profil halt noch für Cheating reporten. Kann man versuchen, aber ich nehme an, ihr habt den sowieso alle reportet. Und wisst ihr was, wir haben noch ein kleines Giveaway raus. Es gibt eine StatTrak MP7 Zeros für euch. Wenn man daran teilnehmen möchte, soll man einfach schreiben, ob man schon mal mit mir zusammen gespielt hat. Sei es in einem Stream oder Offstream, so irgendwie. Haben wir schon mal jemals gemeinsam gezockt? Wenn man da irgendwie was drauf antwortet, ist man bereit mit dabei. Bin auch gespannt, was ihr dazu sagt, ob die eben anhatten oder nicht und wie ihr das Ganze seht oder wie ihr meine Prediction seht. So, gut, dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann auch gleich wieder live ab 18 Uhr im nächsten Livestream heute am Donnerstag und ja, Kuss aller, danke für die Likes, Kommentare und bis später gleich oder demnächst. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.